Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute ein Anti-Backdoor-Finder. Ja, als Script-Format. Ja, so das heißt, ihr startet so das Script und dieses Script scannt halt alle Ressourcen, die ihr auf dem Server habt. Und kontrolliert halt, ob ihr einen Helper-Service in ein Script habt oder so gefährlichen Code, der euren Server kaputt machen kann. Ja. Das Ganze wird dann in Rot angezeigt und so sieht das dann halt aus, wenn ihr so das Ganze dann einmal installiert. Ihr fängt halt an, halt alle Ressourcen einmal zu scannen, die ihr auf dem Server habt und findet dann halt auch Print-Aussagen. Ja, hier zum Beispiel haben wir das Ganze. Also Print, Commands und so weiter und so fort. Was jetzt nicht so gefährlich ist, sind halt nur Print-Aussagen. Wenn er was gefunden hat, dann wird er euch auch benachrichtigen. Und zwar sieht das Ganze dann in Rot aus. Ja, es wird komplett in Rot halt dann ausgegeben. Und dort wird dann auch stehen, dass ein Backdoor gefunden wurde. Ja, also ich konnte es jetzt nicht, ich habe jetzt gerade kein Script mit einem Backdoor, deswegen kann ich das euch jetzt nicht zeigen und ich will jetzt auch ungerne einen auf meinen Server holen. Genau. So, das würde dann so aussehen in dieser Farbe hier, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung einfach runterladen und einmal auspacken. So, dann haben wir noch minus main dahinter und so, das muss natürlich dann hier dann einmal weggemacht werden. So, danach gehen wir hier und kopieren uns hier den Ordnernamen wieder raus, gehen in den Resource-Ordner und ziehen diesen Ordner in den Resource-Ordner. Jetzt gehen wir noch in die Server-CFG und müssen das Ganze hier nur noch jetzt starten, speichern und schließen und den Server neu starten. Und dann haben wir das Ganze auch schon installiert. Gut, als nächstes schauen wir uns mal die Lua dann so genauer an, was hier überhaupt so gemacht wird. Hier können wir sehen, es ist das Ganze für TX-Admin. So, und hier haben wir die, was hier überhaupt gemacht wird. Einmal haben wir hier noch ein Webhook, da könnt ihr euch einen erstellen und dann wird euch das Ganze auf Discord in einen Channel gepostet. So, als nächstes haben wir halt hier noch die Aussagen. Sowas wie zum Beispiel hier, Helper Service hatte ich ja auch schon mal gezeigt, als Short, ja, und so. Und wenn er einen Helper-Service jetzt findet, dann sagt euch auch Bescheid. So wie hier, das hier ist immer so gefährlicher Code und hier ist auch so gefährlicher Code. Und wenn er so einen Code findet, dann gebt er euch auch so Bescheid in Rot. Na. Ja. Soweit, so gut. Und ja, so das war's auch schon wieder. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And